Heute hier bei mir Florian Schawereiter. Danke, dass Sie hierher gekommen sind. Wintersportfreunde werden Sie kennen. Man hat Sie diesen Winter oft gesehen am Trainerturm beim Damen-Skispringen. Seit mehreren Jahren im Trainerstab als Co-Trainer, vorher Servicemann. Und jetzt ja im Skisprung-Zirkus mittendrin. Die persönliche Karriere hat aber schon ganz, ganz früh angefangen bei einem Gugelhupfspringen. Und so viel ich weiß, glaube ich, schon damals mit Schanzenrekord, oder? Das ist richtig, ja. Danke erstmal für die Einladung. Mein erstes Springen, mein erster Wettkampf war eigentlich das Gugelhupfspringen beim ESV mit Zuschlag. Und ja, das hat sehr erfolgreich begonnen, wie Sie schon erwähnt haben, mit Schanzenrekord gleich. Mein erster Wettkampf, mein erster Sieg. Aber es war schon auch davor eigentlich immer so, dass ich mehr auf das Springen aus war. Zum Beispiel beim Skifahren ist das beste Beispiel. Ich habe jedes Hupferl, was ich noch gefunden habe, probiert, irgendwo drüber zu springen. Und seitdem, mittlerweile, begleitet mir das Skispringen schon 17 Jahre lang. Das Feuer hat Sie dann nie mehr losgelassen, kann man sagen. Es ging dann ins Skigymnasium nach Stams. Und ich glaube, die erfolgreichste Station danach war gleich bei den Junioren-Weltmeisterschaften. Da gab es ja gleich zwei Titel, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das Skigymnasium Stams war das Sprungbrett schlechthin. War damals eine sehr schwierige Entscheidung für mich. Mit 14 Jahren habe ich mich doch dafür entscheiden, dass ich von zu Hause weggehe. Wie gesagt, über das Skigymnasium Stams bin ich dann weiter in den ÖSV-Kader, bis ich dann auch erstmals bei einer Junioren-WM teilgenommen habe, zweimal hintereinander dann gleich. Habe da mit der Mannschaft die Goldmedaille geholt, zweimal. Und im Einzel habe ich einen fünften Platz geholt. Und das war dann so, ja, der Aufstieg eigentlich, kann man so sagen, ja. Wie ist es, wenn man so jung, also es ist ja, Sie haben gesagt, ein schwieriger Weg mit 14 von zu Hause weg ans andere Ende von Österreich eigentlich, kann man sagen, von Kindberg nach Stams. Wie ist es dann, wenn man so jung ganz oben am Treppchen steht und die Bundeshymne hört? Das ist ein ganz, ganz besonderer Moment. Also ich kriege jetzt, wenn ich dran denke, kriege ich noch Gänsehaut. Die Bundeshymne, das ist einfach für jeden Staatsbürger ganz was Besonderes. Vor allem im Sport, weil man ja seine Nation repräsentiert im Sport. Und wenn man dann als ganz junger Bursche ganz oben stehen kann vor einer Menge von Zusehern und dann die Bundeshymne hört und man weiß eigentlich ganz genau, die wird jetzt zu deinem Ehren quasi gespielt, ist das ein ganz besonderer und ein ergreifender Moment. Ja, bitte, perfekt. Vergisst man ja auch nicht. Ja? Vergisst man mein ganzes Leben nie. Ich glaube, was man auch nicht vergisst, und das ist auch ein besonderes Highlight, glaube ich, in der Sportlerkarriere von Ihnen, das ist ja die Einladung vom japanischen Kaiser. Was hat es damit auf sich? Ja, das war ganz ein besonderer Moment in meiner sportlichen Karriere. Ich war 15 Jahre, glaube ich, oder 16 bin ich gewesen und bin zu den Miyazama-Spielen nach Sapporo gefahren. Und die Miyazama-Spiele sind vom japanischen Kaiser veranstaltete Skispiele. Er ist da bei jeder Sportveranstaltung auch zu Gast. Und ich habe da auch den ersten Platz gemacht. Ja. Und im Zuge dessen, der Siegerehrung, dann war noch eine Einladung beim Kaiser in Japan zum Abendessen. Die Folge, kann man so sagen. Eine angenehme Nebenerscheinung. Also ja, wirklich was man den Enkeln noch erzählen kann. Das sind viele erfolgreiche, tolle Geschichten, die es zu erzählen gibt, aber der Skisprungsport hat ja leider auch Schattenseiten. Wir kennen die schweren Stürze von Lukas Müller, Thomas Morgenstern, auch andere schwere Stürze. Da fragt sich natürlich, oder da stellt man sich natürlich die Frage, wie gefährlich ist der Skisprungsport tatsächlich? Ja, gefährlich würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Das Beispiel mit dem Lukas ist ein tragischer Unfall gewesen, aber ich würde es nicht zu sehr auf die Waagschale legen, denn im Verhältnis zu anderen Sportarten passiert im Skisprung doch relativ wenig eigentlich. Wenn ich mir zum Beispiel beim Skialpin zum Vergleich nehme, gibt es da doch einigere, schwierigere Unfälle. Es schaut relativ spektakulär aus, natürlich. Es ist keine alltägliche Sache, dass man sich kopfüber von einer 120 Meter, 200 Meter Schanzen oder teilweise noch größer hinunterstürzt, aber man beginnt das Ganze von klein auf. Man lernt genauso das Stürzen. Es ist ein bisschen schwer zum Erklären, aber ich nehme den Vergleich zum Skifahren vielleicht noch einmal her. Beim Skispringen ist es so, wenn man stürzt,
dann stürzt man in den Hang, in einen sehr steilen Hang. Das heißt, der Aufprall vermindert sich ein bisschen oder ist einfach etwas geringer, als wie wenn man auf eine gerade Ebene stürzt. Beim Skifahren zum Beispiel, wenn es ganz blöd hergeht, kollidiert man mit irgendetwas, mit einem Gegenstand, fährt gerade in den Zaun rein, der was zwar abdämpft. Aber es ist nie der richtig steile Hang vorhanden. Und dadurch, dass man da mit der schnellen oder hohen Geschwindigkeit dann in den steilen Hang reinfällt, sind die Auswirkungen jetzt Gott sei Dank nicht so tragisch. Es gehört, wie bei allen anderen Sportarten, natürlich viel Konzentration und sehr viel Disziplin dazu. Aber ich glaube, um noch einmal das Beispiel von Lukas Müller herzunehmen, gerade diese Disziplin ist es ja auch, die ihm jetzt auf dem Weg zur Genesung sehr, sehr hilfreich ist, oder? Auf jeden Fall. Also meiner Meinung nach profitiert der Lukas jetzt in seiner Rehabilitationszeit enorm von den Erfahrungen, was er als Sportler gemacht hat. Also ich war in Lukas 2-3 Wochen nach seinem Sturz im Krankenhaus besuchen, da in Graz. Ich habe mit einem niedergeschlagenen Menschen gerechnet, der was vielleicht jetzt noch nicht richtig weiß, was soll er anfangen mit seinem Leben, mit seinem Körper, nach einer inkompletten Querschnittslähmung. Bin dann eines Besseren belehrt worden, Gott sei Dank, und ich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Also der Lukas hat einen Willen gehabt und war felsenfest davon überzeugt, dass das wieder wird, dass er irgendwann auch wieder gehen kann. Wenn man das wieder dem Vergleich zum Sport hinzieht, bei jedem Wettkampf muss der Wille zu gewinnen muss einfach größer sein, als die Angst zu verlieren. Und genau, ich glaube, genau dieses System, sage ich jetzt mal, oder diesen Gedankengang hat der Lukas jetzt da in seine Rehabilitationszeit mitgenommen. Und wenn ich so schaue, was für Fortschritte das er macht und wie er da agiert, kann ich nur meinen Hut ziehen von ihm und ihm weiterhin alles Gute wünschen für den Weg. Da schließen wir uns natürlich an. Es gehört zum Skispringen definitiv Mut dazu. Sind die Mädels eine Spur mutiger? Ich würde jetzt keinen höher raufheben oder weniger hoch. Ich glaube, dass es gehört generell Mut dazu und gleich viel Mut bei den Herren als wie bei den Damen. Also ich glaube, es ist auch für die Herren, oder ich weiß es von mir selbst, es ist nicht immer so leicht, sich zu überwinden und an die Grenze zu gehen, an die letzte Grenze zu gehen, bevor der Abgrund kommt. Und das ist meistens die Grenze, wo zwischen Sieg und Niederlage entschieden wird. Und das kostet jeden Menschen Überwindung. Sei es jetzt der Mann oder Frau. Wir haben vorher schon einen Vergleich mit dem alpinen Sport herbeigezogen. Das möchte ich noch einmal ein bisschen in diese Richtung gehen, denn die Lindsay Vonn sagt ja immer wieder, sie möchte in einem Männerbewerb antreten. Kann man das auf den Skisprungsport ummünzen oder sind da die physischen Unterschiede zwischen Mann und Frau doch maßgeblich entscheidend, dass das nicht möglich ist? Wie schaut das aus? Möglich ist alles. Möglich ist alles. Wobei ich auch der Meinung bin, dass sich die Lindsay Vonn da ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnt. Es sind einfach gewisse anatomische, physiologische Unterschiede zwischen Mann und Frau vorhanden. Dennoch glaube ich, dass es doch die Möglichkeit gibt, wenn wir jetzt so zum Beispiel den Mixed-Team-Bewerb da jetzt als Beispiel herannehmen, springen im Endeffekt auch Männer und Frauen gegeneinander. Als Beispiel kann ich auch noch die Sarah Takanashi nennen, die bei uns jetzt den Weltcup eigentlich überragend gewonnen hat, den Gesamtweltcup. Die kann mir an einer Pressekonferenz von ihr erinnern, wo sie gesagt hat, sie trainiert sehr hart mit dem Ziel, mal so gut zu werden wie die Männer und auch mit dem Wunsch, vielleicht einmal gegen die Männer zu springen. Naja, ein großes Ziel. Takanashi dominiert den Weltcup, aber ich glaube, ihre Mädels, die springen ja auch ganz, ganz toll mit. Ich meine, Daniela Jeraschko-Stolz kennt man, aber auch der Rest des Teams springt immer wieder mal aufs Stockerl. Die Jungen rücken schon hinten nach mit Liz Raudaschl und Claudia Burka. Braucht man sich um den Nachwuchs ja auch keine Sorgen machen, denke ich. Wie ist es jetzt als Trainer auch natürlich? Viel Arbeit, aber so ein erfolgreiches Team zu haben? Natürlich, es ist immer sehr viel Arbeit. Vor allem die letzten 2 Jahre haben sich der Felder Andi, mein Trainerkollege und ich, das Ziel gemacht, einmal eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen. Das heißt auch, dass wir den Nachwuchs ein bisschen forciert haben. Ist uns mittlerweile gelungen. Wir haben jetzt zum zweiten Mal den Nationencup überlegen gewonnen vor Japan.
Und das ist dann schon, war für uns schon ein Zeichen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und das machen die Jungen immer mehr Druck von hinten. Und so langsam baut sich das auf. Also die Jungen sehen nach hinten, es besteht Chance, es besteht die Möglichkeit, da vorne reinzukommen. Und dementsprechende Motivation bringt das natürlich auch mit sich. Und es ist natürlich schön, wenn man sieht, dass sich die harte Arbeit auch bezahlt macht. Also es tut sich einiges. Viele Stationen in Ihrem Leben haben sich durch Zufall ergeben. Schauen wir trotzdem einmal ein bisschen geplant in die Zukunft. Wo sehen Sie sich in 5 bis 10 Jahren? Ja, in die Zukunft planen ist immer sehr schwierig. Also ich glaube, ich habe so eine Lebensauffassung, es kommt immer alles da, wie es sein soll. Und es kommt auch immer genau das, was man braucht. Und in dem Fall, natürlich ist eine Planung wichtig und man muss auch ein Ziel vor Augen haben. Und mein nächstes Ziel ist auf jeden Fall, dass ich da einmal bleib bei dem, was ich mache beruflich, und mein Studium abzuschließen. Das hat für mich einmal Priorität und ich bin jetzt da mitten im Masterstudium. Ich hoffe, dass ich das in den nächsten 2 Jahren dann auch beenden kann und dann wird der nächste Schritt sein. Es stehen so viele Türen offen dann, sei es jetzt eine universitäre Karriere oder doch im Spitzensport oder im Nachwuchs, in der Sportorganisation. Eins, was ich auf jeden Fall weiß, ich will im Sport bleiben. Also das ist mein fixes Ziel, mein Vorhaben auch, und alles andere, das lasse ich den Zufall entscheiden. Das ist, glaube ich, eine gute Einstellung. Es kommt so, wie es kommt, und so nimmt man es an. Und ja, ich hoffe, es kommt das Beste. Wir wünschen viel Glück im sportlichen Bereich, im beruflichen Bereich auf der Uni. Alles Gute und danke fürs Kommen. Danke für die Einladung.